Wenn sich Windows 11 nicht installieren lässt, liegt das meist an den Systemanforderungen. Denn Windows 11 verlangt ein Trusted Platform Modul Version 2.0. Dadurch soll das System sicherer werden. Aber ein sogenanntes TPM ist nicht bei jedem PC aktiviert oder verbaut. Aus diesem Grund zeige ich dir, was du machen kannst, damit Windows 11 genau diese Anforderung ignoriert und sich dadurch installieren lässt. Wenn du dich mit deinem Microsoft-Konto am Windows Insider Programm angemeldet hast, so wie ich es gerade mache, dann wird dir Windows zum Download bereitgestellt. Es kann nun sein, dass hier der Hinweis erscheint, dass dein PC nicht die Mindestanforderungen erfüllt. Ähnliche Meldungen gibt es auch, wenn du Windows 11 von einem bootfähigen Medium installieren möchtest. Ich zeige dir, was du in beiden Fällen tun kannst, um dieses Problem zu lösen. Für das Upgrade von Windows 10 auf 11 öffne den Explorer, gehe auf Ansicht und setze ein Häkchen bei Dateierweiterung. Erstelle als nächstes einen TXT-File auf dem Desktop. Durch die Einstellung der Dateierweiterung können wir nun den Dateityp sehen. Öffne nun die Datei. Kopiere dann den folgenden Text aus meiner Videobeschreibung in das Textfile. Speichere und schließe die Datei dann. Anschließend benenne die Dateiendung um von TXT in REC. Bestätige die Meldung mit Ja. Starte nun die Datei mit einem Doppelklick. Nachdem du die Meldungen bestätigt hast, starte den PC neu. Prüfe nach dem Neustart, ob sich die Meldung im Windows Insider Programm geändert hat. Möglicherweise steht dort jetzt auch Neu starten. Starte in diesem Fall dein PC neu. Schaue auch unter Updates und starte die Update-Suche. Werden noch andere Updates ausgeführt, dann muss dein PC möglicherweise mehrmals neu gestartet werden. Wenn es funktioniert, steht bei Updates, dass Windows 11 heruntergeladen wird. Die Installation erfolgt dann im Anschluss. Wenn das unter Windows nicht funktioniert, dann hilft ein bootfähiger USB-Stick mit Windows 11. Das Erstellen und Booten vom USB-Stick habe ich bereits in den zwei sehr kurzen Videos oben rechts erklärt. Sobald du die Installation von USB gestartet hast, drücke die Taste Shift und F10 gleichzeitig. Gebe regedit ein und bestätige mit Enter. Öffne nun HKey Local Machine, System und Setup. Mache nun einen Rechtsklick auf Setup, wähle Neu und Schlüssel. Benenne diesen mit labconfig. Mache nun einen Rechtsklick auf labconfig. Wähle Neu und DWORD Wert. Benenne diesen mit Bypass TPM Check. Bestätige und öffne diesen mit Enter. Trage den Wert 1 ein und bestätige wieder mit Enter. Als nächstes lege noch die Werte Bypass Secure Boot Check und Bypass RAM Check an und trage jeweils den Wert 1 ein. Danach schließe den Editor und die Eingabeforderung mit Exit. Die genauen Bezeichnungen der Eintragungen findest du auch nochmal in meiner Videobeschreibung. Durch diese Einträge werden die Systemanforderungen an das Trusted Platform Modul Version 2.0 sowie Secure Boot und den Arbeitsspeicher ignoriert. Nun sollte die Installation von Windows 11 möglich sein. Du kannst dann auch zwischen dem Upgrade eines bestehenden Windows oder einer kompletten Neuinstallation wählen. Ich sag dann ciao. Weitere Videos findest du auf meinem Kanal. Und dann vielleicht bis bald.